Hey Danny. Hey Daniel. Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. Ich hab was dabei. Der Daniel hat was ganz Tolles für euch. Schaut mal. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Donnerstag. Morgen kommt dieses geile Produkt auf den Markt. Absolut geiles Produkt. Genau so ist es. Der Daniel und ich, die Doppel-Ds aus dem Doppel-B, stellen euch das Produkt jetzt vor. Und was direkt... Das heißeste Produkt des Jahres. Genau so. Was ich euch direkt sagen kann, das gute Stück gehört einem unserer Stammkunden, der wird das morgen käuflich erwerben. Wir dürfen das aufmachen für ihn, weil er es eh aufmachen wollte. Zeigen euch die Booster, machen die Booster auf, zeigen euch die Sachen. Und vor allem die Promotion. Das Ganze seht ihr jetzt. Boom, boom. Los geht's. Los geht's, oder? Gut. Danny, mach mal auf. Ich schneide das ganze Ding auf. Sehr vorsichtig natürlich. Sei vorsichtig, mein Friend. Und dann? Also, ich meine, ich muss so ehrlich gestehen, da ich ein kleiner Spoiler-King bin und ich mich ein bisschen öfters informiere oder viel informiere über den ganzen Pokémon-Kram, habe ich die Box tatsächlich schon angeboxt gesehen. Also, ja, ich kenne sie, ich weiß, wie sie aussieht. Die ist einfach geil. Einfach ein geiles Produkt. Also, ihr Lieben, Produkt. Ich zoome mal für euch hier noch raus, weil ich krieg's ja gar nicht auf einmal drauf. Schaut euch das an. Das ist einfach ein geiles Ding. Wir öffnen mal. Ich schau mal, was man... Einfach Magnet. Es ist magnetisch. Das ist einfach geil. Es ist hier überall krass verspiegelt. Schaut euch an. Oh, das kannst du sogar... Und hier kann man dann jetzt die Sachen so rausziehen. Ja. Ich mach das mal so. Mach das und mal ich starte mal ganz außen. Ne, du bist am besten fang mit dem da an. Ah, okay, zieh dann fange ich da dran an. Das ist nur für Buch. Kommt ein Buch raus, dieses. Okay, und das ist anders wie die anderen? Ja. Wir schauen es uns an. Da geht es halt mehr um, ja, du wirst ja sehen, ne? Es geht halt um die Promos. Okay, um die Karten, um die Promos, ja. Genau. Wo waren denn das Hellerifix drin? Das kommt noch. Sind die Pin-Kollektionen, die noch kommen. Oha, das Quatschutsu. Genau, ist Trikefalo, kennen wir auch nicht. Trikefalo, kennen wir auch noch nicht. Hier haben wir die Pikachu-Dinge. Aber ich glaube, ich habe eine Seite übersprungen. Warte mal. Wahnsinn. Oh, schau mal. Das ist halt, ne? Das ist halt das Überzeugung pur. Gut, wir gehen weiter. Gut. Ich ziehe das erste. Ja. Zeige es euch nochmal. In drei Fächer. So sieht das aus. Saugeil aus. Eins der ersten Fische. Ich ziehe das erste Fach raus. In dem ersten Fach befindet sich direkt, ihr seht, die zeigen wir zum Schluss. Ein Stapel voller Celebration. Und jetzt schauen wir mal, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Celebration Booster drin. Krass. Okay, packe ich auf die Seite. Wir ziehen am zweiten Kästchen. Das ist fast wie Adventskalender. Oha. Das zeige ich euch in der Tat. Das ist halt. Das zeige ich euch in der Tat auch zum Schluss. Oha. Waren die Leute auf die Folter? Das zeigen wir zum Schluss. So, dann ist hier noch drin. Bockos, wo bist du? Oha, was eine geile Pin. Eine Münze. Die fühlt sich jetzt schon beim Rausnehmen. Das werte ich an. Das Ganze ist wohl. It's metal. I unbox Ding jetzt. Ne, ich mach's aus dem Package raus. Unbox-Mutter, Münze. Alter. Uff. Schaut's euch an. Richtig wertig. Also diese. Ja, genau. Sie echt. Fühlt sich krass an. Also diese. Also. Ich frag's vorab. Nutzt die nicht. Zum Coinflippen, das tut weh, vielleicht. So, ich ziehe die dritte Kiste raus. In der dritten Kiste befindet sich Farbenschock, schaurige Herrschaft. 1, 2, 3. Kampfstile. 1, 2, 3, 4. Und einmal Farbenschock. Nicht raus, ne? Ja, genau. So. Jetzt hätten wir alles rausgepackt. Jetzt schiebe ich das. Noch was? Nee. Jetzt schiebe ich das wunderschöne Stück hier wieder rein. Und dann gehen wir an die Karten und dann zeigen wir euch den Rest hier noch.
Oha. Also dass es wieder Bilder gibt. Ja, ja, ich hab's richtig wieder hingepackt. Ah, sehr gut. Alter, was eine geile Box. Ja, ein absolutes Produkt, was man sieht lassen kann. Ein absolutes Produkt, was sich aber geil anfühlt aufzupacken. Vor allem, das ist halt mega nice, ne? Der Magnetverschluss hat Qualität. Kann man nichts sagen. Geile Box. Aber es geht nicht nur um diese Box. Nee. Sondern du hast noch ein paar Booster Packs. Genau. Und vor allem noch die Highlights. Ja. Die Promos sind. Wir öffnen ein bisschen was und quatschen so ein bisschen drüber. Lass mich die. Ich mach mal die Kampfstile auf. Ja, mach schon mal Kampfstile auf und ich mach den Rest. Aber das ist jetzt, ich zoome hier wieder ran, weil wir ja hier gleich, haben wir einmal das Chaos gesehen, weil man hier gleich ja jetzt die ganzen coolen Sachen sieht, die Promos und so. Und die zeigen wir euch zum Schluss. Erstmal schauen wir, was wir aus den 17 Celebration Booster noch rausziehen. Sehr wohl, ein Luxio. Jetzt fangen wir erstmal mit Kampfstil an. Wasser des Turm des Wassers, Wasser des Turms. Schlurp, Unduster, Salanga, Sensekt, Spoink. Und dann Satsinja. Satsinja. Aber wir schauen mal. Ein Magnaien. Aromanergie. Blunschlick. Janma. Anfi. Bi. Ritzeblitz. Samurzel. Ein Stahlebohr Reverse. Und ein Metacross. Was Kartentrick weg ist. Aber nur Quatsch. Pflanzenenergie. Der Bruno. Ein Golbat. Unser Maastricht. Habitak. Imantis. Ein Fantimos, Kupanze, Linfu, Noctuska, nice. Ein Kaboriki. Ein Kaboriki V. Dann hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der drin war. Handschuh, der Regen. Da gab es doch der Hügel des Dünerbaums, ein Flecklion, Porenta, Schniebel. Was? Porenta? Oder war Porenta? Oh, Entschuldigung. Ein Sesokitz, ein Golbit, Dicta, ein Voltolus Reverse und ein Sengo. So, Feuerenergie, Poncho, ein Luxio, ein Croink, No Fenser, Molunk, Darmworks, Voldi, ein Fleckmon, Nils, Knirfisch und ein Octillery. Ein Octillery Holo, ein Lidian, eine Saverio, Enya, Lidibar, Emmemion, Ignivo. Ein Formio, ein Porenta, ein Shaman und ein Zapdos, nice. OG Birdie. Nice. Electro Energy. Die Urne. Ein Bisofunk. Bierfisch. Insekt. Ja. Bubble. Longcat. Spoink. Octillery Reverse. Wow! Alternativ Artwork! Alter! Wie gut ist das denn? Fließender Angriff, Ula Usu, alternativ Artwork. Die hat sich gelohnt, die Box. Ding. Wenn jetzt noch gute Hits aus Celebration, dann nice. Das ist krasses Ding. Okay. Dann schauen wir mal, ob ich nachziehen kann. Ein Schmetterhandschuh. Ein robuster Helm. Ein Kloptopus. Ein Scaraborn. Voltilam. Ignivor. Ein Potoge. Ein Drassler. Und... ein Galas Mokmok. So. Das waren die Standard-Booster. Ich würde jetzt gerne jetzt mal ein bisschen. Das waren die Standard-Booster. Die Standard-Booster, die Budget Decker. Jetzt, wenn wir ein bisschen gezoomt sind, würde ich euch gerne noch kurz nochmal das hier zeigen. Hm. Und auch nochmal kurz diesen guten Boy hier. Nice Ding. Was ich euch dann jetzt auch noch zeige, wir machen dir ein bisschen Mischung, würde ich sagen. Hm? Machen wir Mischung. Die lassen wir auch zu. Das ist eine Promo. Der Pokéball. Der Pokéball, den kann man dann ja durchaus spielen, die Promo. Ne? Das ist eine spielbare Promo. Ja. Die ist legal. Also die ist schon sehr nice. Natürlich lassen wir die Sleeve. Natürlich lassen wir die Sealed. Dann hätten wir hier noch das Pikachu V. Als Gold-Promo, die ist halt richtig stark. Richtig, richtig, richtig geil. Dieses Pokémon fügt auch sich selbst 30 Schaden zu. Nein, darum sollten wir sie nicht spielen. Pikachu fügt mir keinen Schaden zu. Naja, so. Pikachu spielt man nicht. So, dann, um das Ganze ein bisschen aufzuteilen, gehen wir jetzt in die Booster rein, würde ich sagen. Mhm, und dann kommen wir zu den Special One. 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schauen wir mal. Jeder 8 und 1 in die Mitte. Und dann kommen wir zum Spezialzeug, genau.
Reparation ist aber halt da. Es wird nie langweilig. Wild. Für die letzte Woche auf Twitch verfolgt haben, es war wild. Es war wirklich wild. Ich muss sagen, also Celebration wird halt wirklich nicht langweilig. Es ist einfach so ein saugeiles Set. Ja. Es macht so Spaß, das zu öffnen. Es ist einfach nur... das wäre einfach schade. Oh, der Pisa. Da kommt das Geld. Also, was war das? Mr. Krabs quasi, ja? Moneten. Ein Zekrom. Ein Kosmogum. Und dein Happy Birthday. Und das kann auch einer. Nein. Also Pikachu gönnt heute richtig. Pika ist am Start. Pika ist da. Palkia. Das Ho-Oh. Ein Xerneas. Und eine Samantha. Samantha. Guckst du so skeptisch? Ich habe nur gerade geguckt. Hast du auch das Gefühl? Also bei mir, wenn du die Karte hast, hast du die zu zwei Strichen. Die ich nutze. Aber vielleicht war das Licht bei mir anders. Vielleicht bin ich mein Blickwinkel. Ich habe auch vielleicht eine knickende Optik. Ich drück's jetzt nicht nochmal, aber schnell. Money, Dada. Euro. Ah, stark. Ne, es ist einfach ein geiles Set. Und es ist schade, dass es so short-printed ist. Wenn du es nicht drücken willst, mach ich. Oh, ich habe Donphan. Und ich habe den Big Boy Professor Eich. Herr Sommer Samuel Professor Eich. Herr Sommer Samuel Professor Eich. Herr Sommer, was? Herr Sommer Samuel. Nein, ich meine Herr Samuel Eich. Herr Professor ein Samuel Eich. Und vielleicht bauen wir eine Armee. Ein dunkles Garados, ihr Lieben. Dunkle Garados Armee? Ja. Gott sei Dank gibt es so viele Kabadon. Ja. Freue mich schon richtig, jetzt gleich die Big Boys da auszupacken links von mir. Kyogre in Evil Tal und was habe ich denn du? Dunkles Charakter. Also machen wir doch die Armee, ja? Ja. Einmal alle dunklen Garados bitte zu uns. Das ist die Ultra Premium Garados Box. Die Ultra Premium Garados Box. Das finde ich gar kein schlechter Name. Ich finde, man sollte das Pokémon bisher mehr würdige als Garados. Ja, definitiv. Hier geht es immer nur um Pikachu und Glurax und ja, Evolis. Ja. Garados. Nie geht es um Garados. Garados ist halt aber ein unheimlich geiles Produkt. Oh ja. Zekrom. Ein Cosmog. Oh, ein Mew. Für mich wäre Träumchen Barbour hier jetzt in dem YouTube-Video so ein kleiner Glurax zu ziehen. Wir haben noch, du hast noch Packs. Oha. Another Professor Samuel Eich. Oh. The Lugia. The Zekrom. Ein Samazenta. So, ein Xerneas. Ein Yveltal. Ein Lebomantas. Und die These mal wieder aufstellen: Kabupala ist das seltenste Pokémon. Das Gefühl habe ich aber in der Tat auch. Boah, schön. Wunderschön. Ach, geil. Also, alles in allem kann man sagen, die Box... Die Box war echt gut. Groudon, ein Ho-Oh, ich fühle ein Lugia in ein süßes kleines Mew. Ich fühle vielleicht nicht 100% diese drei Garados. Das könnten auch gerne mal zwei andere. Belemo, du wärst ein unheimlicher Garados-Fan. Dann hast du dein absolut geiles Produkt. Ja, dazu. Und hätte also, die geöffnet jetzt. Wirklich. Das wäre dein Produkt gewesen. An den Garados-Liebhaber, hier liegt deine Box. Genau. Also, ich finde das super cool. Aus 17 Booster ist das krass. Ja, also nicht schlecht. Das ist okay. Legen wir das zur Seite. Für alle, die... Nur noch mal kurz zurückzukommen. Ich habe noch Alternativ-Artwork. Für alle, die das Pokémon-Spiel spielen, Codes gibt's jetzt. Haben wir noch ein paar Codes? Da sind wir. Ja, Danny, mal, du lenkst ab. Emma ist Bild. Macht Emma das Bild voll? Nee, ich wollte Emma den Leuten noch ein paar Codes geben. So bin ich. Du lenkst aber ab, habe ich das Gefühl. Nee, gar nicht. War da noch irgendwas? Ist das Video jetzt fertig? Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Video.
Ich glaube, müssen wir uns eigentlich Handschuhe holen? Daniel, bereich dir festlich das Pikachu. Danke. Wir haben es nochmal so eingepackt hier rein. Schaut es euch einfach an. Kurz, das wird die kleine Information. Es sind keine Karten. Das Ding ist aus Metall. Hier. Es ist eine Metallkarte. Aussteller, sag ich mal. Das ist was für in die Vitrine. Wir packen es mal auf langsam. Vorsichtig. Ich hab den Big Boy schon. Und sie sind auch nicht leicht. Wir nehmen uns einen kurzen Moment des Schweigens. Vielen Dank. Also, holy macaroni. Holy macaroni, was ist das bitte? Das ist die Erfüllung meines Traums, oder? Mhm. So ein goldenes Metall-Lurak. Ja, mach's am besten direkt in den Sleeve und pack's in. Halt mal kurz das Pikachu noch in die Kamera. Ja, thanks. Ist halt, ne, man sieht halt trotzdem, das ist, also hier ein absolut mega gutes Stück zu bekommen, wird wahrscheinlich ultra schwer. Und ich bin mir sicher, wenn man die graden kann und gegradet, wahrscheinlich kann man die graden und eine 10 hat, sind die irgendwann unheimlich viel wert. Weil ich habe jetzt beispielsweise, man sieht es halt oben, da wo mein Finger jetzt ungefähr ist, habe ich halt, ne? Einen kleinen Macken. Ja. Und genau in der Mitte von Pika hat man auch so eine kleine Einstellung. Ich habe es in Toploader gepackt. Ja, besser ist es. Ja, was halt auch noch traurig ist, also ist halt, also wirklich, hier hinten sieht man das vielleicht. Das. Unheimlich schade, aber es kommt so stilt aus der Verpackung, ich kann nichts gegen tun, aber trotzdem sind die Promos halt einfach mega. Bin ich geflashbangt. Und das Ding ist halt wirklich schwer. Es ist schwer, ist weg, verschwunden. Verschwunden. You are so beautiful. Me. Dann hat's ja lieb gefunden. Wow, krass. Ja. Wir verabschieden uns. Das war der Donnerstagabend. Ihr schaltet jetzt gleich ein oder seid schon bei uns im Stream oder bei mir. Und ja, ich cut das jetzt fix und feuer es raus. Jo. Wir sehen uns. Celebration für immer. Es gibt mehr. Es wird mehr geben. Mal schauen, was wir da noch machen. Wir wünschen einen wunderschönen Abend. Viel Spaß jetzt mit mir im Stream. Und Celebration time, come on, in stream, juhu!